So, Part 4 des Game Changers, welcher um Meditation handelt. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Meditation, wo ich großkotzig sagte, Alter, ab heute werde ich jeden Tag meines restlichen Lebens 15 Minuten meditieren. Dazu will ich mal einen kleinen Zwischenstand abgeben. Es hatte funktioniert. Aber let me explain. Die ersten, drei, vier Tage, so die erste Woche oder so, da habe ich jeden Tag fein Viertelstunde meditiert. Also ich habe mir jetzt keinen Wecker gestellt, ich habe einfach mal drauf losgemacht. Das war des Öfteren bestimmt 20 Minuten oder so. Hat gut geklappt und eines Abends, liege ich dann so im Bett, kurz vorm iPad und denke mir so, fuck, ich habe noch gar nicht meditiert. Ah, oh, scheiß Mücke. Wenn du mal allein jetzt gestanden bist, aber oh fuck. Dann habe ich noch so ein bisschen im Bett meditiert, aber so liegend bei Dunkelheit zu meditieren ist, glaube ich, jetzt nicht so effektiv, als wie wenn du dich gescheit aufhockst im Schneidersitz oder so und ein bisschen Licht hast. Dann habe ich das halt noch gemacht, aber so richtig gescheit war das auch nicht mehr. Und am nächsten Tag habe ich es dann, glaube ich, auch nochmal gescheit gemacht. Aber irgendwann, Alter, ist es mir entglitten, Alter. Dann habe ich es am nächsten Tag irgendwie vergessen und dann ist so eingetreten, wie ich es im einen Video geschildert habe. Wenn du einmal nachlässt, Alter, dann wird es dir immer und immer wieder passieren, bis du dann komplett aufhörst. Und so geschah es. Und jetzt habe ich seit geraumer Zeit nicht mehr regelmäßig meditiert. An sich so, bin ja des Öfteren in der Natur, habe jetzt schon einige Male schon meditiert, also eigentlich mindestens jedes Wochenende, so das öfter mal, aber so mal wieder gescheit daily zu meditieren, das müsste man nur machen, Alter. Ich meine, man hat genug Zeit dazu und man sollte vielleicht mal einen Wecker setzen oder einen Reminder, dass sobald du mal die Hände frei hast und nichts mehr zum Tor hast, dass du die quick hinsetzt. Es ist halt so, es hat so einen abstoßenden Vibe, so zu denken, dass man das jetzt macht, so dass man es halt überhaupt mal macht. Wenn man sich da bewusst wird, dass das dir gut tut, dass du mal 15 Minuten die nicht mit irgendeiner Scheiße berieselst, sondern einfach mal die hinhockst und nichts tust und dir klar wird, dass es jetzt für den Moment nichts Besseres gäbe, als jetzt mal kurz zu meditieren, dann darf das eigentlich wieder gut funktionieren. Man hat so gefühlt alle Zeit der Welt für sämtlichen Scheiß, aber um mal so eine winzig kleine Meditationssession einzulegen, das entfällt. Tja, und da darf ich eigentlich wieder aussetzen. Bin ja dabei. Aber das Wichtige ist halt, dass man sich das fest im Kopf setzt, das zu machen. Das ist leichter gesagt als getan, aber wenn man einfach mal sie selber links und rechts kurz erwatschen gibt, Alter, dann ist es ganz schnell gemacht, Alter. Du musst dir nicht mal überhaupt irgendetwas tun, um das zu tun. Einfach hinhocken und gedankenfrei sei. Für den Moment würde ich einfach jeden gern anspornen, Alter, sobald es euch auffällt, sobald ihr irgendeinen Gedanken im Alltag habt, wo ihr im Grunde gerade nichts zum Tor habt, bevor ihr jetzt ans Handy greift und sinnlos durchscrollt oder, keine Ahnung, irgendeine andere Scheiße macht's, Alter, hockt euch verfickt nochmal hin, am besten Kopfhörer auf, also so Ohrenschützer, damit du taub bist, und dann legt's mal los, Alter. Das ist echt hammerhart, Alter. Ihr redet so leicht von mir hin, aber dass ihr es selber einfach mal macht, das ist wirklich kein Act und die Vorteile davor sind so massiv, es ist ein zwiegespaltener Shit, Alter. Lasst es mal so ein bisschen sacken, dann wird es hoffentlich was. Bei jedem. Zweites Thema dieses Partes war dann noch Fasten. Ich tue jetzt auch schon seit Längerem so ein Intervallfasten vollführen, ein 16:8 Fasten. Da isst man quasi nur zwei Mahlzeiten, mal grob erklärt, die wo dann 8 und 16 Stunden auseinanderlegen. Das heißt, in meinem Fall ist sie um 12 Uhr was und um 8 Uhr was und lasse halt das Frühstück weg. Ist auch dazwischen nichts mehr. Soll ganz gut sein, regt den Stoffwechsel an, damit, glaube ich, kann man auch leichter abnehmen oder so. Also nicht, dass ich das nötig hätte. Da darf man jetzt auch nicht so viel Chemie, Gift, Scheiße dazwischen trinken, wie Fanta, Cola, Eistee oder gesüßten Tee. Sowas Normales wie Wasser oder ungesüßten Tee war halt gut. Das muss man mir nicht sagen, weil ich habe diese ganze Softdrink-Scheiße und alles, was dazugehört, auch den Rücken gedreht. Also nie, dass ich viel davon gesoffen hätte, aber jeder Milliliter davon ist zu viel und ich trinke sowieso nur noch Wasser. Ich trinke, um zu überleben und nicht zum Genuss. Und das Gleiche sollte auch für Essen gelten. Ein Vorteil dafür ist auch noch,
wenn du deine Nahrungsaufnahme ein bisschen rauszögerst, dann wärst du vor dieser Nahrungsaufnahme auch noch viel produktiver, weil einfach der Fortbestand des eigenen Daseins halt noch nicht gesichert ist. Wird halt der Körper produktiver und kannst dich nach einigen Sachen widmen, die du noch machen willst. Und das freut mir tatsächlich auch auf. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewohnt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich teils etwas unmotiviert bin und nicht das nötige Programm habe. Ich glaube, das schaffe ich mir jetzt. Jetzt sollten auf jeden Fall gut Videos kommen. Es sind ja schon 3, 4 jetzt online, sobald dieses Video online ist. Wer das mal ausprobieren möchte, Alter, reduziert das nur auf 28 Uhr, was zu essen. Aber ich halte das jetzt auch nicht immer optimal ein, weil wenn ich in der Arbeit bin, dann gibt es Punkt 2 für was zum Essen. Und wenn ich daheim was isst, Mittagessen, dann gibt es das meistens um 1 plus minus. Also ich denke, das macht jetzt nicht besonders viel Unterschied, ob du jetzt dieses 16-8 Verhältnis um 1, 2 Stunden plus minus verschiebst. Das wird schon nichts machen. Dieses Fasten mache ich jetzt auch schon seit geraumer Zeit. Ich habe jetzt nicht mit seit wann, aber schon ein paar Monate auf jeden Fall. An 1, 2 Tag habe ich mal, keine Ahnung, einen Apfel dazwischen gegessen, wenn ich mal draußen unterwegs war oder so. Aber ansonsten habe ich das immer äußerst stark reduziert und mir geht's gut soweit. Können wir ja mal gern ausprobieren. Also dieser Anstoß an Produktivität, der ist durchaus zu schätzen. Genau, das waren diese zwei Themen mal dargestellt und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Hauen Sie rein! Peace! Hey, ja. Ey, die scheiß Mucken, die machen mich fertig, Alter. Jetzt sag ich's.